Hier unten ist es stockfinster. Ich kann entweder komplett überall die Fackeln, was hier herumstehen, könnte ich entzünden mit Igni. Aber es gibt noch eine schönere Variante, nämlich, dass man sich einen Trank nimmt. Und zwar, das müsste jetzt die Katze sein. Ja, hier steht ja schon, erlaubt in kompletter Dunkelheit durch die Wände zu sehen. So, nehmen wir den ein und noch, was können wir noch? Ihr seht auch, die haben auch ein paar Nebeneffekte. Und ich nehme noch den Schwalbetrank. Ah. Das sind eh nur Wasser, von daher trinken wir alle drei. Das ist schon knapp an unserem toxischen Limit. So. Jetzt ziehe ich schon mal das Silberschwert, weil hier sind jetzt da Ertrunkene. Das heißt, das sind andere Wesen. Ihr seht schon da unten. Den ersten. Ich hoffe, ich sehe den mal. Ihr könnt den mal spielen, das sehen. Alle Achtung! Das sind also andere, also Wesen, die was wirklich kämpfen als Hexer. Ja. Den müsst ihr liegen lassen. Ja, den müsst ihr liegen lassen. Ertrunkenen Hirn. Und die, diese Reganzien, die nehme ich auch hoch mit der Kraftstelle. Ja. Oh, mehr Gesundheit. Cool. Langschwert. Ist das besser als unseres? Nee. Ja, wo war denn das? Hier sind noch die Befehle, das sind für die Soldaten. An alle Einheiten und Offiziere, Befehl, alle Einheiten ziehen sich unverzüglich zurück und verteidigen ab sofort die Zuwege zum Tempel. Die Stellungen sind um jeden Preis zu halten. Tote Tyrannen. Also das sollte schon Hinweis darauf sein, dass es hier im Brunnen untergeht. Mach noch da drüben ein Gehirn. Nicht schlecht. Kurz mal das Medaillon aktivieren. Ich glaube. Ja. Oh, timerisches Schwert. Sofort anschauen. 11 bis 14, was haben wir hier? 8 bis 11, ja, sofort austauschen. Also das ist mal das Stahlschwert, was wir jetzt ändern. Habe ich noch Öle für das Schwert? Aufwertungen, Rüstungen. Lederjacke ist die besser. Nee. Die hat weniger Resistenzen und diesen einen Rüstungspunkt mehr oder weniger ist ja auch egal. Da sehen wir noch den Ertrunkenen. Also bis hier nehmen wir den richtigen Weg. Hättest du aber gedacht, was haben wir hier? Ah, war Orients. Nochmal ertrunken hier. Ich nehme so viel wie möglich die ganze mit. Okay, da brauchen sie eine Einzelteile. Weil man weiß ja nie, für was man die später brauchen kann. So. Ah, hier. Hier nochmal so ein Abzeichen anwenden. Hier lang. Hier ist gleich.
hier ist verschlossen. Okay. Dann wieder zurück. Oh, der hat den Motor gehen fallen lassen. Auch nicht schlecht. Hier wären zum Beispiel Fackeln, wenn wir mit unseren Igni-Zeichen entzünden. Aber wir gehen hier weiter. So. Ah, hier ist eh verschlossen. Verbarrikadiert von der anderen Seite. Und hier geht's rauf. Schade, beim letzten Mal hatte ich einen ertrunkenen Trophäe eingesammelt. Ich weiß jetzt leider nicht, wie ich die Sicht jetzt rauskriege, also vom Trank, ohne dass ich jetzt die Zeit abwarte. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Cut für euch, bis die Wirkung des Tranks Katze nachlässt, weil so ist es doch ein bisschen blöd zu sehen alles. Also bis gleich. So, die Wirkung des Katze-Tranks hat nachgelassen, von daher können wir jetzt weiter... Skoyatel. Zur Info, Skoyatel sind Elfen. Ich glaube, das ist eine eigene Gruppierung von Elfen. Aber das bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und sie werden auch gern Eichhörnchen genannt. Also falls ihr Wachen hört, Eichhörnchen oder irgendjemanden Eichhörnchen nennen. Kein Schritt zurück, Meichel! Oh. Ja, kein Schritt zurück, Meichel! Wow. Dann sind die gemeint. Noch ein Level aufgestiegen. Auch schön. Also wie gesagt, wenn Skoyatel oder Eichhörnchen gemeint sind, sind immer die Elfen gemeint. Den werden wir dann auch ein bisschen später dann noch öfters zu tun haben. So, mal kurz abchecken, welche Waffen das wir hier jetzt aufgenutzt haben. Abgenutztes Schwert. Nee. Alles scheiße. Schlechter als irgendwas. Hier haben wir alle. Ah, hier sind Öle. Hier sind die Öle, was ich wollte. Aber egal. Egal. Wir sind nochmal eine Stufe aufgestiegen. Das heißt, wir können noch einmal skillen. Jetzt könnte ich Zähigkeit nochmal maximieren. Oder hier parieren. Das hört sich doch ganz gut an. Das hört sich doch ganz besser an. So. Und weiter geht's, hätte ich mal gesagt. Hier ist verschlossen. Hier geht's weiter. Ich sehe noch irgendetwas zum Einsammeln. Ich bin ein bisschen sammelwütig, was die Gantium betrifft. Aber ich versuche das so gut wie es geht zu vermeiden, dass ich immer überall was einsammle. Aber hin und wieder findet man ja mal schöne Rezepte und die will ich dann natürlich auch, die bringen natürlich auch was. Hier war das, hier kann man was durchsuchen. Also es gibt auch ein bisschen ein Crafting-System hier und von daher verzeiht, wenn ich ein bisschen durchsuche alles. So, seht euch diesen Anblick an. Ist das nicht schön gemacht, für das das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat? So. Ah, nein, da sind Feinde. Nieder mit der Tyrannei! Habt ihr gesehen? Ich bin im Rücken gestanden und hab pariert. Normalerweise hätte er mich getroffen. Ah, hier unten noch schnell was. Hier waren nur Kräuter. Jetzt müsste eigentlich auch die Zeit vorüber sein, wo sich die Lederbeutel generieren. Das ist noch leider etwas schade, dass es noch... Aber das ist halt das Alter des Spiels, dass es so ist, mit kleinen Ladesequenzen und mit, dass die Lederbeutel haben, tragen. So, wie war das, links oder rechts rein?
Kannen! Nieder mit Coltest! Hier muss ich nochmal rein. Hier lässt sich nicht öffnen, weil ich noch den Schlüssel brauche. Den einen, der Soldaten hat. Und hier. Vorhin. Da muss ich hier rein. Hier müsste. Ja, hier ist der Vorname. Schnell weg. Zerschmettert das Gewürz! Finish him! Tempelschänder! Alter! Jetzt kriegst du ein Zeichen ab. Nochmal. Na komm. In den Kampf! Na komm. Und stirb. Also. Kurz warten, bis er seinen Beutel droppt. Weil dieser große Typ hat leider die Schlüssel. Kräuter. Ihr seht auch. Die Gegenstände haben Gewicht. Also hier, die haben zum Beispiel nur Gewicht, aber so Schwerter, die haben ein bisschen Gewicht und das. Und wir haben auch nur eine maximale, was wir tragen können. Hier haben wir schon den Schlüssel des Torwächters. Also dieser Typ war der Torwächter. Habe ich da hinten noch Kräuter gesehen? Ja. Kräuter sind immer wichtig für allerlei Tränke. So. Hier war's. Oder? Ja. Hier ging's rein. Da ist noch eine Kiste. Und ein Lederhandschuh, okay. Abgenutzte Lederhandschuhe. Was haben die? Rüstung plus 1, Reduktion Magieschaden und Blutenresistenz plus 5. Was haben wir jetzt an? Reduktion Magieschaden plus 10, also besser. Verlängerung der Wirkung von Öl. Okay, das. Die, was wir jetzt haben. Oh, die sind sogar episch. Okay. Ne, die lassen wir an. Wir können das Ganze natürlich auch verkaufen, was wir nicht brauchen. Noch ein kleines Quicktime-Event zum Öffnen der Tore. Wir haben jetzt so gesehen für unsere Verbündeten, sprich für Voltest und seine Männer das Tor öffnen. So. Du bist hiermit der höchst dekorierte Hexer der Welt. Und auch der reichste. Ich nehme Eure Majestät beim Wort. Siehst du, Roche? Geralt hat's geschafft. Gerade rechtzeitig. Der Priester ist zu seinen Göttern abberufen worden. Ich habe Skoyatel gesehen. Am Fluss. Wo genau? Wie viele? Was für Farben trugen sie? Geschissen auf die Elfen. Die sind später dran. Zum Tempel! Skoyatel. Das Bild vervollständigt sich allmählich, Geralt. Entweder sagst du die Wahrheit, oder du lügst hervorragend. Erzähl mir den Rest. Voltests Bankerte, die Einsiedelei. Was ist dort passiert? Wäre Tails nicht gewesen, wären wir vielleicht gemeinsam eingetroffen. Zur Sache, Hexer. Der Erzpriester hatte recht. Seine Majestät Voltest, König von Temerien. Arthur Tales, der frühere Grafen Eswelt. Ich habe dein Todesurteil unterschrieben. Ja, aber die Baronin hat mich inzwischen begnadigt. Welch unerquickliche Situation. Wo sind Anaïs und Bussy? Frag dir nach den Königskindern. Strapazier meine Geduld nicht, Tales. Dann verspreche ich dir einen schnellen Tod.
Gesteht es, Foltest. Im Angesicht der Götter und der Menschen. Bussy und Anais sind die Früchte eurer Lenden und eure Nachkommen. Übt euch in Demut vor dem Antlitz der Götter und sagt die Wahrheit. Du magst es noch nicht bemerkt haben, Tails, aber ich habe diese Stadt gerade erobert. Mit Hilfe von Schargen, Hexen und Wechselbalgmutanten, denen gar nichts heilig ist. Dies ist ein geweihter Ort. Ihr werdet es nicht wagen, die Hand gegen einen Gottesdiener zu erheben. Wo habt ihr die Kinder versteckt? In der Einsiedelei. Sie sind in der Einsiedelei. Was treibst du denn da? Gotteslästerung! Hokus Pokus! Dem Geistlichen wurde kein Haar gekrümmt. Nur der kleine Adlige hat eins aufs Dach gekriegt. So ist der Wolf satt und das Schäfchen noch heil. Dreimal verflucht, bei einer Erstürmung alles kann alles Mögliche schiefgehen. Aber dieser Drache bringt das Hass noch zum Überlaufen. Es ist schon übergelaufen. Übergelaufen? Na, das Fass. Verdammt nochmal, unerhört! Geralt, du kennst dich doch aus. Kann man so einen Drachen zähmen? Davon hätte ich noch nie gehört. Wieso frisst er dann ausschließlich meine Leute? Hoffentlich ist es Marigold gelungen, sich zu teleportieren. Ganz bestimmt. Nun ja, wenn nicht, muss ein neuer Ratgeber her. Halt den Rand, Roche. Immer der Wahrheit ins Auge sehen. Vielleicht hat der Drache ihr schon... Ein Wort noch und der Drache ist ein Kle... Der Drache ist zurück! Oha. Ich kann nicht weiter! Volles Silberschwert dafür geopfert. Wieder hast du mir das Leben gerettet. Du kannst mich bitten, worum du willst, Hexer. Natürlich in vernünftigen Grenzen. Ich verlasse euren Hof, Majestät. Und ich möchte Triss Marigold mit mir nehmen, wenn sie will. Sicher will sie. Bist du denn blind? Sie ist dir doch mit Haut und Haaren verfallen.